Ja, ich habe gerade meinen besten Run überhaupt geleistet. Geil. Game Progression 100%. Frames dropped, geht so. Spellcard, Death 11, Bomb 19. Ja, ganz in Ordnung. Save Replay, ja, bitte. Hier 8. Jupp, danke. Practice Start. Easy, dann nehme ich aber einmal die Kombination Remu Yukari, weil ich will Ending A, die beiden wesentlich einfacher sind. So, ich zeige euch jetzt noch einmal, einmal einen anderen Charakter. Und zwar, wow, die Remu. Sie hat verfolgende Bullets, das sind die, die zu den Seiten wegfliegen. Und Yukari, sie hat ran, die spinnt den Gegner einfach mal kaputt. Ups. Komm, komm, komm. Schnell. Vielleicht kriege ich ja noch. Achso, ich habe full Lives. Das ist eh nur ein Practice Start, also. Da ran, spinnt einfach mal den Gegner kaputt. Bitte ran, spinnt den Gegner kaputt. Also hier sieht man schon, die Stage ist wesentlich einfacher, wie gerade eben. Weniger Bullets, weniger. Wow. Skill, meiner. Ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot, ich Idiot. Was habe ich hier denn getan? Was mache ich denn? Junge, Junge, Mädchen. Ah, egal, wenigstens bin ich im Full Power Mode. So, Mid-Stage-Bosse wieder Ehren, aber eine andere Spell, Non-Spell. So, ran, spinnt das einfach mal kaputt. Das Angenehme an der Kombination Remu Yukari ist, dass sie zielverfolgende Schüsse haben. So, die Spellcard ist schön da. Die ist wesentlich angenehmer als die andere. Weil man hier irgendwie auch noch halbwegs die Chance hat, den Bullets dann auszuweichen. Upsala, upsala, upsala. Mit Stage Boss geklärt, dann kommen wir zum Boss. Ehren. Ich werde wahrscheinlich kläglich versagen, aber das macht nichts. So, hallo Ehren. Erstmal ein paar sich gegeneinander verschiebende Bullets. Das geht eigentlich. Das sind keine sich gegeneinander verschiebende Kreise. Und ich mag den Theme lieber als den von Kaguya. Ich mag generell Ehren lieber. Also eine verdammte Sache. Distinist! Ja. Einmal bomben kurz. Was ich hierzu sagen muss, ich sehe den Sinn der großen roten Bullets über ihr nicht. Ufu, also hier heißt es sich eindeutig nur aufs Ausweichen konzentrieren. Ran macht den Rest und spinnt sie hoffentlich kaputt. Das war dämlich. Das war dämlich. Da bin ich raus aus dem Full Power Mode. Was ist das denn? Warum lasse ich mich denn so dämlich treffen? Okay, ich habe schon gemerkt, ich merke schon, meine Konzentration lässt übelst nach. Kann ich im Prinzip vergessen. Vor allen Dingen, weil jetzt die ekelhaften rot-grünen Bullets kommen. Und ran, Quatsch, Ehren mein komplettes Bewegungsfeld einfach mal dezimiert. Das macht aber nicht so viel. So, das sind große rote und blaue Bullets. Keine Angst vorhaben. Einfach auf Ran und Yukari vertrauen. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsthemes. Jedenfalls aus Imperial Chamberlain. Und das ist eine schöne Spellcard, weil man halt hier die einen Weg, wie man ausweicht, vorgegeben bekommt durch diesen dicken blauen Ball. Ich gucke mal, ob ich den killen kann. Kann ich den killen? Ah, nee, ich kann ihn nicht killen, okay. Diese Trompeten. Diese Trompeten, Leute. Da hat das Ding fast in mir gespellt. So, da habe ich sogar den Spellcard-Bonus bekommen. Bring mich auch noch um, Frau.
Das meinte ich mit sich gegeneinander verschiebene Kreise. Finde ich ziemlich ekelhaft. Nicht meins, nicht meins. Überhaupt nicht meins. Aber ich mag die Bullet-Farben von Aeryn. Die sind schön. So, ekelhafte Non-Spell überlebt. Apollo 13, oha. Wie ging das nochmal? Die Bullets schießen raus, wechseln die Farbe und kommen dann wieder zurück und... Oha. Egal. Egal, egal, egal. Spellbonus failed, weil ich gebombt habe. Ging das so? Ja, das ging so. Oh, shit. Kann ich die killen? Oh ja, die kann ich ein bisschen killen, aber... Ich glaube, es bringt mir original nichts, sie zu töten, die Teile. Nein, ich kill, ich gehe einfach so auf sie drauf. Naja, ich mache das ja auch eigentlich nur, um euch nochmal Aeryn zu zeigen. La 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 la. Das ist so gar nicht schwer. La, da, da. Und stellt euch das jetzt nochmal, das ist der Easy-Mode, ne? Also stellt es euch auf schwer oder auf dem Ultra-Modus, genannt Lunatic, vor. Ich finde es schade, dass man bei den Bossen so schnell out of Max Power kommt, wenn man einmal verkackt. Ja. Komm, bomben wir einfach ein bisschen. Bomben wir einfach ein bisschen rum. Frau, übertreib doch nicht. Oh. Ja, Spellbonus failed, denn jetzt kommt die Survival Spell, oder? Ach nee, doch, Kaguya? Nein. Combo Spellcard. Genau, das war das. Aeryn featuring Kaguya. Jene, die treffbar ist, ist Kaguya, soweit ich weiß. Egal, ich halte ihr einfach nur drauf, es ist die Survival Spell, also. Ja. Ja, das war ziemlich arm. Also. Da habe ich die Survival Spell verkackt. Anyway. Hatte ich eigentlich die Survival Spell auf Kaguya überlebt? Ich glaube nicht. So, Delay. Gehen wir noch einmal in die Extra Stage. Mit der Kombination Remilia und Sakuya. Die Extra Stage ist sowas wie der Hard Mode des Hard Modes des Hard Modes. Mit dem berühmt-berüchtigten Extra Stage Boss, der einfach nur übel ist. Na, hab ich schon verkackt. Man hat zwei Leben, kaum Bomben. Man kommt richtig schwer auf Full Power Mode, meiner Meinung nach. Ich verreck schon in der Stage. Ich versuche mich mal bis zum Mid-Stage-Boss durchzubomben. Also ihr seht schon, das Kampf ist ungefähr vergleichbar mit dem Hard-Mode. Wie gesagt, ich versuche mich einmal bis zum Mid-Stage-Boss durchzubomben. Weil ich euch noch einmal Kane in ihrer Haku-Taku-Form zeigen möchte. Los, Bomb! Holy Mother fucking Jesus! Yes. Wow. Das ist für mich echt so gut wie nicht möglich, hier durchzukommen. So, wie war das nochmal? Erstmal an die Seite ran. Okay. Kann ich schon vergessen. Give up and retry. Yes. Also ich muss schon von Anfang an versuchen, so viele wie möglich von denen zu killen hier. Und dann ziehe ich auf die Seite rüber. Und dann ziehe ich auf die Seite rüber. Man muss sich halt das komplette Muster der Stage merken. Und dann geht es einigermaßen. Ich hatte mal das Stage-Muster von der... Extra Stage aus
Scarlet, ja. Embodiment of Scarlet Devil drauf. Clearen wir einmal diese nervigen Bullets hier. So. Bisschen Power. Was? Warum bin ich denn da schon wieder draufgegangen? Was soll denn der Scheiß? Oh, wow. Also man sieht schon, ich habe keinerlei Skill in diesem Spiel. Wenn zu viele Bullets auf dem Feld sind, bekomme ich einfach nur Panik. Vielleicht schaffe ich es diesmal, mich zum Midstage-Boss durchzubomben. Ich bin wenigstens im Max-Power-Mode. Komm schon! Ah, kein extra Life bekommen. Egal, Kane in ihrer Haku-Taku-Form. Vollmond. Aua. Okay. I will do my very best, but I will die in an instant. Yes, ich wollte sie euch einfach nur noch mal kurz zeigen. And. Das ist echt, Die extra Stage, wo ich es bis zum Boss schaffe, ist Perfect Cherry Blossom. Aber das war's dann auch schon. Wie gesagt, das war Let's Play Toho 8 im Perishable Night. Das kleine Projekt für zwischendurch. Als nächstes Projekt kommt dann, wenn ich es noch nicht angefangen haben sollte, Rock of Ages. Bis dahin, man sieht sich. Tschö, tschö.